Moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us 2. So, wir sind immer auf der Suche nach Tommy. Und ich denke mal, dass wir wieder... Ah, da hinten haben wir schon wieder Infizierte. Runner. Holt mich doch, ihr Wichser. Ja, das werden wir machen. Wo ist der? Da. So. Die Dose. Ah, ich sag mal die Dose. Die Flasche ist auch nicht hin. Auf den Hügel. Ja, mit der Ruhe. Wir müssen uns da umgucken, ne? So viel Zeit muss sein. Wie komme ich zu der Treppe? Ja, gucken wir gleich nach. Von hier kamen wir. Dann sind wir hier lang gelatscht. Jetzt haben wir die zwei platt gemacht. Jetzt gucken wir mal hier rein. Velvet Tattoo. Oh, hier haben Tattoos gemacht. Tattoo Studio. Hallo. Ich hätte gerne eine Rose auf dem Hintern. Tattoo-Laden. Wollte mir auch schon mal eins stechen lassen, nur... Nicht die Angst, aber ich sag mal, irgendwo das richtige Motiv immer zu finden, dass man, weil sowas hat man ja sein Leben lang, man lässt sich das natürlich wieder weglasern. Aber genau das richtige Zimmer zu finden, ist für mich immer so eine schwierige Sache. Was ich ja immer so gerne oder so toll finde, sind die auch von, sag schon, nehmen wir mal als Beispiel, die hawaiianischen Tattoos, die finde ich zum Beispiel sehr toll. Vor allem, wenn die haben ja auch jedes Tattoo, jedes Symbol hat ja eine bestimmte Bedeutung im Leben. Und das finde ich, und ich finde den Stil auch sehr toll. Das sind höchstens so Tattoos, die ich mir machen lassen würde. Uli! Ach, da ist ja Uli wieder. Was heißt wieder? Doch. Uli, unsere Herzen werden immer in den Hillcrest hängen, aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken. Die Bradmans. PS, wir haben Boris vor ein paar Stunden gesehen. Wir wollten mit ihm reden, aber er wirkte abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Ein Friseur, ein Barbershop. Na, Föni? Ja, Susi. Oh, was ist er denn jetzt hier? Sherlock's. Ah, oh, ist ein reiner Friseursalon. Warte, bevor wir da langes gehen. Guck uns mal hier hinten nochmal kurz um. Denn da? Warum ist die Tür verdeckt? Das macht uns doch wieder neugierig. Hallo, was ist denn los? Ist das Ding so schwer? Oh, komm. Ja, das reicht schon. Yeah. Welche Knarre habe ich? So, wo seid ihr? Warte, die sehen mich gerade nicht mehr. Gut für mich. Die haben meine Spur verloren. Na. Die Flasche ist Fratze. Kann ich neu erstellen? Ich kann. Ja.
Mist. Hau ab, hau ab, hau ab, Dixi. Kann nicht sein. Lauf, 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 lauf. Ich kann nicht nachladen. Was ist denn da? Ja! Ich glaube, das war's, oder? Scheiße, was war das? Hat sich jemand eingesperrt? Verständlich. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Scheißendreck. Ah doch, ich habe wohl Munition. Die Waffe von Joel habe ich noch. So, Pillen. So, jetzt können wir den Alkohol mitnehmen. Oh, ich hoffe, das war irgendwas Wertvolles drin. Die Arbeit muss ja gelohnt haben. Ein Safe? Stopp, ich habe gar keinen Code für einen Safe. Sieht aus, als wären sie hier Jahre gewesen. Ah. Irgendwo ein Hinweis? Munition, Krimskrams, Pillen? Ne, Krimskrams. Was haben wir hier? Hey Tom, Schicksal. September, Oktober, sind klar. Ich sehe jetzt nicht wirklich was, was jetzt nach dem Hinweis auf den Code hindeutet. Da oben habe ich Tom. Hier habe ich wirklich September, Oktober. Na, ich spiele da nichts ganz durch. Wie viele Ziffern brauche ich denn? 4? Oh nein, 6. Need more in 9 Stunden, okay. Ich vermute mal, Tom schickst du, das haben wir hier, nicht mehr wie 9 Stunden.
Ah, ich komme da noch nicht ganz hinter. Vielleicht fällt mir später noch was ein. Ich will jetzt auch nicht das Let's Play so unheimlich in die Länge ziehen, wenn ich ehrlich bin. Dann gucke ich mir die mal nochmal an, wenn die Folge vorbei ist. Wenn wir überhaupt noch dann hier zurückkommen, ist die große Frage. So. Ich höre da was. Sag ich doch. Wie viele? Und nicht noch einer. Weiß ich nicht, Speller, dann hört der eine mich. Let's go! Guck mal in die Sonne, dann sieht man dich auch besser. Da bist du ja. Genau da bist du. Das haben die auf jeden Fall gehört. Da sehen die Äpfel ja noch hässlicher aus. Oh, Kinder, das ist wirklich. Hier wurden vorhin Hunde Tiere gewaschen. Denke ich mal. Wenn ich das richtig gelesen habe, war das so ein Hundepflegestudio. Ja, auch. Und Lebensmittel und für Katzen. Oh Gottchen. Und das alles. Ich überlege die ganze Zeit mit dem scheiß Safe. Tom, 9 Stunden. Nicht mehr wie 9 Stunden am Tag. Wenn er 9 Stunden am Tag gearbeitet hat, hat er doch 9, 18. Warte mal. Die Frage ist, geht das nur für den einen Monat oder geht das für beide Monate? Jo, wenn Dale vorbeikommt, wird er nach der Safe-Kombination fragen. Ach, guck mal. Aber geh einfach rüber zur Werkstatt und gib sie selbst ein. Sonst kommt er deswegen noch 10 Mal an. Die Kombination lautet 30, 82, 5. Da haben wir doch die Geschichte. Jemand muss mit seiner Frau reden. Ich weiß, sie will glauben, dass er wieder in Ordnung kommt. Aber wir müssen den Tatsachen ins Gesicht sehen. In der WLF-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde hier würde ihr übel nehmen, wenn sie geht. Außer Boris. Aber scheiß auf ihn. 30, 82, 65. Da haben wir doch die Safe-Kombi. So. 30. Zweiundachtzig.
65. Ich hoffe, er weiß richtig. Ach, guck mal. Ja. Oh, Krimskrams. Was ist das denn? Ein zweites Waffenholster. Heißt, ich kann jetzt Joels Waffe so mittragen. Läuft. So, jetzt haben wir. Der Rest ist voll. Ich glaube, mehr kann ich auch nicht. Jetzt brauche ich immer mit den Waffen wechseln. Oh, ist das geil. Endlich. Gut, dann haben wir aber, was wir wollten. Jetzt können wir weiter. Weil er hätte mir sowieso jetzt wieder die ganze Zeit keine Ruhe gelassen, bis ich das gefunden hätte. Was ist das? Pfeil und ein toter. Oh, ich kann Pfeile nehmen. Gut gezielt. Ein toter Klicker. Ich weiß, das ist ein toter Klicker gewesen. Vom Gesicht jetzt her. Kann aber auch ein ganz normaler gewesen sein. Wow. Oh oh. Was war das? Warte mal. Da hinten sind wir hochgegangen. Oh shit. Sei am Leben, Tommy. Noch zwei. Ah, scheiße. Na gut. Ah, Mist. Ich will mal nachladen drücken, weißt du? Und dann verwechsel ich das wieder. Ja, ich müsste auch schon längst die Steuerung drauf haben. Ich weiß, danke. Da ist nix. Ja, ja, ja. Please slow down. Oh, Wasser. Beziehungsweise Alkohol. Oder eine Flasche. Ich war ja nach der Flasche aus. Ja, meine Flasche. Ein Pool, wollte ich immer mal haben. Ah, oh, so ein Ding habe ich auch für meine Tochter gekauft. Und jetzt für meinen zukünftigen Sohn auch schon. Die Kinder fahren da voll drauf ab. Hallo? Hallo? Jolanda, es tut mir leid. Ich werde mich nicht mehr um Elfie kümmern können. Du hattest recht mit den Wolves. Sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns ihr gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesehen, was die Wolves meine armen Sophia angetan haben. Und was wollten sie im Gegenzug tun? Zugeständnisse machen. Ich hatte Wolf Blut verdient. Sie hätten sich mir anschließen sollen. Stattdessen haben sie sich gegen mich geschworen. Also waren sie zuerst dran.
als waren sie zuerst dran. Ich habe sie vergiftet. Eine nach den anderen. Nicht um sie zu töten, sie sollten nur einschlafen. Dann habe ich sie in einer sporenverseuchten Garage geschleppt. Ach, das war da hinten, wo wir die rausgeholt haben. Uli wachte auf. Wir kämpften. Ich habe ihn eingesperrt, aber er hat mich gebissen. Diese Verräter werden zusehen, wie sie sich langsam verwandeln. Sie werden leiden. Ich hoffe, sie denken an mich, wenn sie den Verstand verlieren. Bei mir geht es schon los. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, du hast außerhalb dieser beschissenen Stadt deinen Frieden gefunden. Und ich hoffe, dass du nicht zurückkommst und das alles siehst. Aber falls doch, es tut mir leid, Boris. Also waren da die Leute, die wir hinten in der Garage rausgeholt hatten. Was haben wir hier? Superschlussverkauf. Unschlagbare Angebote bei Rosemont. Mit diesem Gutschein erhalten Sie 25% auf Ihre gesamten Einkommen. Wo sind denn die Fliegen? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Oder sind die über mir? Oh! Fuck! Verpiss dich! Alter, muss der mich erschrecken? Wir kriegen einen Bogen! Wir kriegen einen Bogen. Leute, wir kriegen einen Bogen. Endlich. Das Wort mag ich ja unheimlich, ne? Ich hoffe, ja, das funktioniert auch. Das wird gehen. Du hast ein paar Pfeile dabei. Ja, 4 Pfeile. Läuft doch. Rezept: Pfeile freigeschaltet. Ah, jetzt können wir Pfeile herstellen. Ja, perfekto. Also fühlen wir uns wieder heimisch. Scheiße, ich war nicht oben gucken. Damit habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber. Komm, shit happens. Oh! So kann man Puppen auch nutzen. Also, links, halt sie gerückt, um deinen Bogen anzuspannen. Ja. Okay. Ich würde sagen, das war gut, ne? Das Schöne ist, sie können die Pfeile wieder verwenden. Das ist ja eine gute Sache. Also jetzt ducken und dann volle Möhre in den. Ich hab's noch drauf. Und nicht zu vergessen, die Schwachstelle jedes Mannes, obwohl auch jeder Frau. Ich würde es nicht ausprobieren. Wollen. So, jetzt müssen zwei. Oh, der steht aber wie eine 1. Voll, ich kann echt nur 6 Stück mitnehmen. Hätte ich eigentlich anfertigen müssen. Na, oh, egal. Oh, hey, hier ist noch ein Eindringling. Ein Mädchen. War sie hier? Nein, aber dieser Kerl ist hier irgendwo. Oh, Scheiße. Wir suchen 2. Wo kommt dieser Rauch her? Er hat einen Truck hochgejagt. Wie konnte das passieren? Jetzt findet sie. Ich will die verdammten Eindringlinge. Nur ein Schuss, ah, egal. Damit können wir schon mal eine ruhig stellen. Ja, also wenn ich schieße, weiß der Hund dann automatisch, wo ich bin. Oh, das war knapp.
Das war ein Satz mit X. Ah, warte mal. Ah, da. Ich mach das mit dem scheiß Köter. Was ist das? Ist das eine Spur? Hey! Ah, Mist, ich wollte drücken. Hat mich so gestoppt, ich wollte. Wo ist er drüben? Ran. Boah. Die ist in das Haus gerannt. Ja, scheiße. Wieso soll ich mich nicht im Bus verstecken? Im Busch verstecken. Bus. Kann doch nicht sein. Stimmt, ich kann hier unter das Bett kriechen und so. Ich glaub das doch nicht. Hier drüben! Ich glaube, da. Oh. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Das war. Ich sag jetzt. Oh, genau, wie das hier gespeichert. Ja, scheiße, ja, toll. Ich bin anscheinend zu gierig. Immer töten ist wohl keine Option. Vielleicht auch einfach mal Leute leben lassen. Den erwischt, oder? Wie geil ist das denn? Nee,
Nichts, Junge. Kalte Spur, hm? Hab ich Glück gehabt? Da unten kommt eine Tür raus und da hinten läuft einer mit einem Hund. Ah, der mit dem Hund könnte mir jetzt das Genick bringen. Ah ne, die Eule muss da oben weg. Hat mich gehört? Sie darf nicht entkommen! Ich entkomme aber, wow! Hast du. Hab. Alter, jetzt pack ihn doch weg. Was soll ich denn sonst machen? Oh Gott. Das ist echt scheiße. Los, schnapp dich! Oh. Keine Chance. Ist aber auch dicht besiedelt, die Kacke da. Meine Herren. Ich hätte zum Schluss nicht rennen dürfen. Wer sieht mich denn? Ich kriege schon mal eine Krise, wenn ich nicht weiß, wer mich sieht, ne? Hier oben geht jetzt die Tür rein. Wir legen uns mal hin. Da steht nämlich die Olle wieder. Geht sie wieder rein. Hier mit dem Kütter ist auch an der Seite. Krimskram.
Was? Wo? Wir haben geguckt. Da ist nichts. Hallo. Scheiße, wo ist die lang gegangen? Irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen. Ich habe keine Munition mehr. Wer sieht mich? Wer sieht mich denn jetzt? Vielleicht ist hier jemand. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Hinter Sie! Schnapp sie dir! Scheiß geht ab. Verdammte Scheiße! Oh nee, kann doch nicht sein. Alter. Wo hat mich derjenige gerade gesehen? Von Ihnen sie, das kann doch nicht auf dem Dach gewesen sein. Weil sie Wut, die musste raus. Hier ist jemand. Ich will, dass jedes Gebäude durchsucht wird. Meinst du, weil man da wissen, man sind die scheiß Köter? Wie sieht's aus? Ist da was? Boah.
Scheiße. Mist. Noch ein Köter. Nee. Besser. Sieht sie irgendjemand? Kein Kontakt. In dem Gebiet. Siehst du was? Wo ist der Scheißköter denn jetzt hin? Sechs Köter jetzt? Sie ist in die Richtung! Er hat was. Siehst du was, Junge? Weiter. Ja. Oh, shit. Wo ist der Drecksvieh? Da. Ah, Mann! Kaputt. Gleich her! Rein! Sie rennen! Hier drüben! Hey. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaub das doch nicht. Ich hoffe, das war's jetzt. Boah, war ich angespannt jetzt die ganze Zeit. Leck mir am Arsch. Noch einer? Willst du mich jetzt verarschen? Okay. Zwei noch. Na gut. Da unten und wo noch? Da unten. Kann doch nicht sein.
Scheiße, verfehlt. War ich wieder zu gierig. Weg. Schnappt sie euch. Die Türen bleiben nicht lange auf, scheiße. Ich sehe sie nicht. Ist er jetzt wach geworden? Ich denke, das war's. Stopp, zurück. Da war eine Munition. Ah, shit. So, da war wir jetzt mehr als zum Schwitzen, hör mal. Auf jeden Fall ein Medipack machen. Wir können ein paar Pfeile machen. Ah, die Garage. Da haben wir ja eigentlich alles geholt. Oh, Munition noch liegen lassen von der Leiche. So, da draußen waren auch noch ein, zwei Stück. Die gehen wir jetzt auch nochmal abchecken. Hier. Hier waren auch ein paar. Dann komme ich wieder in die Hütte rein. So, da haben wir eigentlich alles abgecheckt, bis auf die Garage. Die haben wir nicht abgecheckt. Sieht aber auch gut aus. Top. Klebeband. Rettet immer die Welt. Oh, hier geht's runter. Gehen wir hier runter. Waren wir hier? Nee, hier waren wir noch nicht. Ich mache jetzt mal ganz schnell so einen Schnelllauf durchsuchen.
Weil die Folge hat hier schon locker ihre 50 Minuten. Und bevor ich jetzt die Folge beende und beim nächsten Folge direkt wieder alles durchsuche und alles, würde ich euch schon gerne den Gefallen tun, damit wir auch jetzt schon mal zum Ende kommen. Ich sag mal so, ich hoffe, dass dir die Folge jetzt schon gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lassen würdest. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn euch meine Video gefallen und ihr wollt noch viel mehr sehen. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Ansonsten habe ich die Arschkarte und hier sind noch welche. Sein. Ist doch nicht wahr. Abmoderation und du wirst dann weggeballert. Scheiße. Verdammt. Ich habe sicher mit dir, dass jetzt hier nur welche stehen. Die Klappe. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.